In einem Text von Klaus Lage heißt es: Du weißt es doch, ein Kuss ist immer noch ein Kuss, trotz all der Barbarei. Egal, wohin die Zeit uns treibt, die Liebe bleibt. Die Blicke und die Zeichen sind immer noch die gleichen, ganz einfach und vertraut. Egal, wohin die Zeit uns treibt, die Liebe bleibt. Unser Studiogast heute? Eine Journalistin, deren Namen die meisten zwar kennen, sie aber selbst kaum gesehen haben. Besonders bekannt durch eine Rubrik in der jungen Welt, die bei allen jungen Leuten beliebt ist. Herzlich willkommen unter vier Augen. Diesmal unter Millionen Augen Jutta Resch Treuwert. Jutta Resch Treuwert, sie war für mich erstmal eine kompetente Kollegin, eine Freundin im Geist und einfach auch eine Autorin, die es verstand, mit Menschen zu reden, sie anzuschreiben und die da auch gehört wurde. Also eine große Aufklärerin. Die große Liebe muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Also wenn man diese persönliche Aktivität nicht mitbringt, die große Liebe entwickeln zu wollen, dann wird man sie wahrscheinlich auch nicht erleben. Sie war die Dr. Sommer des Ostens, aber das hat sie nicht gerne gehört, das wollte sie nicht sein. Und im Prinzip hinkt der Vergleich auch, aber Menschen aus den alten Ländern, die verstehen es so am schnellsten. Was macht eine Liebe groß nach Ihrer Meinung? Vielleicht in einem Satz würde ich sagen, dem anderen die Freiheit lassen, sich auch in der Liebesbeziehung seine Persönlichkeit entwickeln zu lassen. Ein bisschen Selbstaufgabe und ein bisschen Toleranz. Es ging ja da dann nie um blanken Sex, sondern sie sah immer die Zusammenhänge. Und sie wusste auch, dass ohne Gefühl auf diesem Gebiet überhaupt nichts geht. Und das drückt sich in dem Wort Liebe aus. Für sie war das etwas Weltumspannendes, etwas, was Menschen brauchen, wenn sie zusammenleben wollen. Jutta, Frage an dich von Rainer aus Berlin. Wann hört Freundschaft auf und wann beginnt die Liebe? Ich denke, dass bestimmte Elemente der Freundschaft durchaus auch in der Liebe eine Rolle spielen. Mhm. Also ich denke zum Beispiel an Achtung, an Vertrauen, an gemeinsame Interessen, denn sonst kann ja Freundschaft gar nicht existieren. Gerade diese Art und Weise war es nach meiner Meinung, die dieses Thema nicht so überhöht hat, wie es oft heutzutage in den Medien passiert, sondern als etwas ganz Normales, so ohne Exaltiertheit erklärt, rübergebracht und dargestellt hat. Ja. Das fand ich toll. Jugendliebe bringt den Tag, wo... Sie musste ja in einer Zeit die Themen aufgreifen, die überhaupt nicht in die politische Darstellung passten. Da hat sie darum auch gekämpft immer. Aber sie macht das eben so, dass es ging. Und sie hatte ja auch Ideale. Und diese Ideale waren natürlich, die Menschen sollen glücklich zusammenleben. Und wir wollen alles tun, dass die Gesellschaft so beschaffen ist, dass die Liebe eine Chance hat. Und dieses Konzept ist natürlich ein großes Konzept, das jede Gesellschaft auch überlebt und das heute noch gilt. Man konnte die Zeitung aufschlagen, konnte sie lesen und man konnte sich immer an sie wenden. Sie hat sich auch immer für Partnerschaft und Liebe interessiert, hat privat geantwortet, später mit dem Internet ohnehin. Und sie war nicht so beifallheischend, sondern sie hat es eben einfach getan für die Menschen. Jutta, weißt du alles oder holst du dir auch manchmal Rat in dieser Sache? Du meinst jetzt rein persönlich, ja, so bei mir? Hm. Also ich hatte Probleme noch nicht, mit denen ich zu anderen gehen muss, wobei ich natürlich ganz frei und offen über alles reden würde mit jemand. Mhm. Ja, aber ich lese nun ja auch sehr viel und kann mir vieles auch selbst beantworten. Sie war auch nicht auf irgendwelche Geheimnisse aus oder journalistische Tricks, sondern sie nahm die Sache so, wie es ist. Und dann hat sie eine ganz seltene Fähigkeit gehabt. Sie hat sich in ihre Leser hineinversetzt. Und selbst von großem Selbstbewusstsein hat sie es verstanden, anderen Menschen Selbstbewusstsein zu geben. Sie hat Menschen verändert. Das ist ein ganz großer Verdienst und eine große Fähigkeit. Ich hatte sie mal in einer Vorstellung, da habe ich eine Lesung gemacht und habe sie in der Pause gefragt, Jutta, dürfte ich Sie mal nach der Pause für mein Publikum fragen, ob das normal ist, wenn man im höheren Alter weniger Sex hat? Sagt sie, ja, frag mich ruhig, ich antworte. Und dann bin ich mit dem Mikro zu ihr hin und habe gesagt, bin ich jetzt hier die Einzige oder geht das denn allen so, dass man doch lieber Tatort guckt als
Sex zu haben am Abend. Und dann stand sie auf und sagte, nein, natürlich nicht. Und außerdem ist Sex ja nicht nur das, sondern da gehört ja viel mehr dazu. Da gehört Liebe dazu, kuscheln, Händchen halten, schmusen. So. Und alle im Publikum freuten sich, dass Jutta Resch-Treuwert da war. Und einer sprang auf und sagt, na, das sagen Sie mal meiner Freundin nur kuscheln, das reicht ja nicht. Und das war so ein ganz schönes Erlebnis mit ihr. Ja, und da konnte sie dann auch schmunzeln. Ja. Der ideale Mann, wie stellst du dir den vor? Den idealen Partner gibt es nicht. Innen und außen muss das schon zusammenpassen. Das ist eigentlich auch die Basis dann für Liebe. Es bleiben natürlich ihre Bücher. Es bleiben diese 22.000 Briefe in ihrem Keller. Ein ungehobener Schatz bisher. Und es sind ihre Leser noch da. Die sind zum Teil das auch alt. Und sie lebt in dem, was sie den Menschen gegeben hat, praktisch fort. Die Liebe war Jutta immer ganz wichtig. Und sie hat mir reingeschrieben, dass die Liebe immer bleibt. Herzlichst, Jutta Resch-Treuwert. Toll.